Hallo, willkommen. Gut, die Aufnahme funktioniert, mein Dings auch. Jetzt muss ich mal gucken, nur der Ton im Spiel. Ah. Wow. Sehr erschlagen gerade gewesen. Ja, ich habe jetzt bestimmt jetzt. Ich muss mal was leiser schalten. So, Kampagne fortsetzen. Ich habe jetzt bestimmt hier 3 Wochen nicht gespielt, das Spiel. Weil ich mich eher auf Skyrim konzentriert habe. Ich bin da schon bei fast 300. Habe bei 298. Und bei 300 mache ich bei Skyrim erstmal eine Pause. Ich glaube, viele Folgen wie in diesem Spiel habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Jetzt muss ich erstmal abwarten. Wie kann ich das Spiel überhaupt noch spielen? Ich habe das in dieser 3 Wochen nicht gespielt. Ich muss das Handling erstmal wieder rausfinden. Verdammt nochmal. Ich habe ja schon einige Missionen hier geknackt. Die letzte Folge war ja am 22. Dezember. Ich habe ja vorher gesagt, ich spiele das Spiel ja nicht dauerhaft. Ich spiele mal so sporadisch, wenn ich Lust habe. Und dann spiele ich dann 1 oder 2 Stunden. Die schneide ich dann und die lade ich dann eben mal ab und an hoch. Tom Clancy's Ghost Recon läuft ja immer nur am Wochenende, Samstag und Sonntag. Ja, heute ist. Das ist ja jetzt das Wochenende, was kommt. Silvesterwochenende. Ja, ich bin stinksauer auf die Regierung. Wir dürfen nicht knallen. Oh Gott, das ist das beschissen. Das heißt, ich muss ja mal richtig die Leute hier abknallen, weil ich hier nicht die Böller werfen darf. Mann, bin ich sauer. Gut. Warten wir mal die Wartezeit ab hier. Ich muss mich echt mal rasieren. Ich habe mich seit auch solange ich das Spiel gespielt habe, 3 Wochen wahrscheinlich auch selber nicht mehr rasiert. Ich merke beim Reden wirklich die Bartstoppeln in der Lippe pieken. Das ist nicht mehr normal, es macht keinen Spaß mehr. Ja, der Dezember war ja eine kleine Katastrophe. Alle waren krank, nur ich war gesund, oder zumindest gefühlt gesund. Ich habe nicht gemerkt, auch wenn ich eventuell krank gewesen wäre. Jetzt ist Silvester, Weihnachten, ein heilloses Hin und Her und Durcheinander und Gemache und Getue. Ja, Familie eben. Dann habe ich mich noch beruflich ein bisschen belesen. Und jetzt geht's los. Wo bin ich denn? Darf ich auch mit angeln? Ich muss erstmal gucken. M ist Map wahrscheinlich noch. Okay. Journal, wie bei Skyrim vielleicht, die Aufträge. Fertigkeiten 11. Habe ich hier irgendwelche. Möchten Sie die Fertigkeiten kaufen? Warte mal. Habe ich Geld? Ich sehe durch diese eine Box nicht in meinem Monitor. Ich weiß gar nicht. Neue Fertigkeiten kaufen. Waffe. 3 Fertigkeiten verfügbar. Stabiles Zielen. Ja. Körper. Ausdauer, kein Schmerz. Autoschild, was heißt denn das? Aha, lautloser Lauf. Schusswiderstand. Reduziert den Schaden, den Sie durch Beschuss erleiden. Aber ich gehe jetzt mal hier rauf. Ausdauer. Legt fest, wie Sie rennen können, ohne Pause zu machen. Kein Schmerz, verlängert die Dauer der Schadensresistenz und Wiederbelebung. Das wäre mal was. 50. 750. Ja, dann nehme ich erstmal das hier. Ändert sich da oben was? Nein. Okay. Wir gehen mal zurück ins Wir treffen Spiel. uns mit einer Rainbow-Agentin namens Twitch. Sie ist Tech-Expertin und arbeitet viel mit Drohnen. Sie hat's voll drauf, also schaut möglichst intelligent rein und benehmt euch anständig. Ja, aber wo? Ich weiß nicht wo. Hier vielleicht Fertigkeitspunkte? Hier auch? Okay. Ich hoffe, das Spiel spielt vernünftig, weil ich habe jetzt in der Zwischenzeit geschnitten, geladen
geupdatet und so weiter. Und der Spiegel noch zwischendurch, also der Rechner macht gerade vier Durchgänge gleichzeitig. Aha. Macht er gerade einen Hitlergruß? Ja. Hey! Hola, amigo. Irgendwas über das Kartell gehört? Gracias. Viel Glück. Ratet, wer alles über einen Versorgungsheli weiß, der geklaut werden will. Okay, wir müssen in die Richtung. Ihr seht, das Spiel mit dem Hochladen auf YouTube, dem Schneiden und den Updaten gleich viel und spielen und aufnehmen Hey, gleichzeitig. Sicario mit Maschinenpistole. Drüben am Reifenstapel. Wo ist denn Reifenstapel? Ich sehe eine Art Lager am Flussufer. Reichlich Sicarios, reichlich Schnellboote. Logistisch ein guter Ort. Von hier können Sie Vorräte und Kokain schneller transportieren. Mhm. Was meinst du, wie viel PS diese Schnellboote haben? 1000? Warum denn so viel, wo ihnen doch der Fluss gehört? Du willst auch so ein Boot, oder? Scheiße, ja. Nicht, wenn ich das Auto nehme, aber es fährt ja nicht. Ah, da hinten ist ja eins. Weil müssen wir die ganze Strecke nicht laufen. Wow. E? Ah, ich muss ja länger gedrückt halten. Stimmt, das war ja so gewesen. So, beamt ihr euch mal rein. Gut, Star Trek hat mal wieder geholfen. Ja, wow, das klingt ja ganz schön. Aber egal, ich werde es schaffen. Wow. So muss man erstmal Auto fahren können. Während des Spielerhakens. Ja. Stimmt, hier war ich ja gewesen. Ah, bremst doch mal. Boah, diese Mexikaner oder Portugiesen, je nachdem, was das für Leute sind. Ah ja, Respekt vor seiner Mama. Oh Mann, oh Mann. Wow. Oh, das hakt ja ganz schön, oder? Boah. Boah, das wird ja mal schlimmer. So. Hier war ein Fertigungspunkt. Irgendwo. Guck ich mal drauf. Das sieht mir aus wie ein Helikopterplatz hier. Da ist eine Kartellauszeichnung. Nö, dich will ich nicht. So. Deckung suchen. Okay, zurückfallen will ich nicht. Wo ist er denn? Dann gehe ich mal hier rein. Okay, dann machen wir das mal hier. Ein Care-Paket wurde abgeworfen und zwar an diesem Ort. Das sollten wir uns mal ansehen. Gut, Care-Pakete sind immer gut. Hat man was zu essen? Wo müssen wir eigentlich hin? Und zwar an diesen Ort. Ja, das hängt ja ganz schön, muss ich sagen. Kann ich auch Pause schalten zwischendurch? Cool, das funktioniert. So, diese Updates, die brauchen noch eine ganze Weile. 20 Meter hoch. Ach du Schande. Das Spiel wird natürlich jetzt immer schön weiterhaken hier. Dankeschön.
Lässt du mich mal hoch? Wahrscheinlich muss ich hier hoch. Bleib da, ich komme zu dir. Da nähert sich ein Helikopter. So eine Scheiße. Mist, die kommen direkt auf uns zu. 36 Meter in diese Richtung. Okay. Dann gehe ich mal hier runter, 36 Meter in die andere Richtung. Also das muss mal jemand wissen. Ein Heli, los runter. So, was sollen wir machen hier? Fünfunddreißig Meter nach oben. Ach ja, hier ist eine Treppe. Mensch, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. So, boah. So, okay. An diesem Ort ist eine Koka-Pflanze. Ziemlich cool. Ja. Kriegen Sie den hin, den Heli? Ja, ich werde bestimmt sterben, ne? So, ich gehe mal hier rein, bevor ich hier komplett tot bin. Ja, ich spiele am besten meine nächste Runde weiter. Das ist jetzt eine Folge, ihr seht das selber, also. Gut. Videos hochladen. Ja, ich wollte dir ja gerne helfen, aber du liegst scheiße. Okay. Videos hochladen, schneiden nebenbei, updaten, aufnehmen und spielen. Diese ganzen Prozesse, selbst mit einem starken Rechner, haben es in sich, wenn man so ein Spiel spielt. Deswegen gucke ich mal, ob ich das Spiel hier speichern kann. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich muss dann zurück zum Hauptmenü, klar. Da geht einiges verloren. Setzen, Möcke beenden, nicht gespeicherte Fortschritte. Ich kann ja nicht speichern. Das heißt, ich kann dieses Spiel erst richtig aufnehmen, wenn hier nicht weiter läuft. Denn die Grafik bei diesem Spiel ist doch schon ganz schön anspruchsvoll, muss ich zugeben, und es ist ganz schön heftig. Daher, bis zur nächsten Folge mit weniger Ruckeln und Tutteln in diesem Spiel.